Wir sind heute am Monroe College in New York City. Zu meiner Linken ist der Tobi Pelio, dann haben wir den Luca Erhardt und den Dani Hegler. Und wo hast du vorher gespielt in Deutschland? In München, Wuppertal und Nordhausen. Genau, alles drei super Vereine. Luca, wo hast du gespielt? Ich habe beim KSC angefangen, dann zu Dortmund und am Ende bin ich qualifiziert. Und du, Tobi? Bochum und Kreuzfeld. Genau, also es sind alles Hochkaliber hier und der ein oder andere hat auch Nationalmannschaft mal reingeschnuppert. Luca, was bringt dich nach Monroe? Nach dem Abitur wusste ich nicht wirklich, was ich machen soll, Studium oder Hochklasse spielen in Deutschland. Und dann war das die beste Möglichkeit, weil ich hier beides kombinieren kann. Ja, das war der Grund, warum ich hergekommen bin. Dani, jetzt wechsel mal ein bisschen das Thema. Wie gefällt dir New York, beziehungsweise wo kommst du her aus Deutschland und ist das zu vergleichen? Also ursprünglich komme ich aus einem kleineren Dorf um München rum. München ist natürlich auch eine, kann man Metropole sagen, aber das hier ist natürlich was ganz anderes. Also der Spirit hier in der Stadt ist unglaublich, wenn du dann durch die Straßen läufst und auf diesen Aussichtspunkt bist, das ist schon ein großes Kino. Also das ist schon nochmal eigentlich auch ein riesen Grund, warum man das auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, machen sollte. Also das ist unglaublich. Hallihallo, wir sind jetzt hier 9 Monate später mit dem Luca und seit damals hat sich einiges getan. Luca, was hat sich genau getan? Ich war 2 Jahre bei Monroe College in New York. Haben das letzte Jahr zum Glück haben wir die Meisterschaft geholt und jetzt nach den 2 Jahren bin ich zu James Madison University gewechselt. Bei uns war es dann halt der Fall, dadurch, dass wir extrem erfolgreich waren, hat halt eigentlich der Großteil von der ersten Elf hat extrem viel Angebote. Dadurch war das ein richtig guter Einstieg am Junior College und auch die Leute dort waren super, mir super geholfen am Anfang, weil es am Anfang extrem schwierig war für mich. Kein perfektes Englisch in einem neuen Land und dadurch war es halt dort erstmal richtig super. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch froh, dass ich den nächsten Schritt machen kann hier in die NCAA zu JMU, weil hier alles ein bisschen größer ist, ist nochmal, wie gesagt, der nächste Schritt. Dann wünschen wir dir schon mal viel Erfolg bei einem neuen Abenteuer. Dankeschön. Vielleicht besuchen wir dich da jetzt nochmal und also, dann hoffen wir, dass du auch wieder den National Championship gewinnst. Auf jeden Fall. Luca, alles Gute. Tschüssi. Dankeschön.